Wow, das war ja richtig nice. So, weil wir den Weg so gerne gelaufen sind, können wir jetzt einfach nochmal laufen. So, zack. Zack. So, haben wir jetzt im Shop noch irgendwas gelassen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Gut. Dann ab zu Mutti. Die gute alte Mutti. Zack. Zack, abgerebt. So, da brauchen wir noch nicht mal neu würfeln, denn wir haben ja den Lucky Food. Das heißt, wir kriegen nur positive oder neutrale Pilleneffekte. Und was haben wir denn hier? Balls of Steel. Direkt zweimal. Bombs Aki, den brauchen wir noch nicht. Und was haben wir hier? Friends Till the End. Na, also. Das können wir nochmal mitnehmen, falls wir nochmal Schlüssel brauchen sollten. Glaube ich aber nicht. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, denn jetzt müssen wir uns langsam entscheiden, wo gehen wir hin. Gehen wir ins Scheol oder gehen wir in die Kiste? Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit unserem Bild momentan die Kiste schaffen. Ich meine, klar, wir haben Schaden ohne Ende. Aber Schaden ist nicht alles, Leute. Schaden ist nicht alles. Zack. Ein blaues Herz, sehr gut. Boah, ist echt. Unsere Kugeln sind halt echt so arschlangsam. Das ist richtig GG. Also, ab geht's zum Boss. Wow, ey, der spuckt hier einfach rüber. Nice. So, zack, ab geht die Luzi. Der Bloat ist ziemlich übel, muss ich sagen. Das ist echt ein ziemlich übler Boss. Da geht es schon los. Mit der Bloat. Kann so ziemlich alles, was nervt. Seht's ja schon. Zack. Nochmal getroffen worden. So. HP-Upgrade. Komm, das nehmen wir mit. Nehmen wir mit, liebe Leute. Nehmen wir mit. So. Jetzt kommen wir schon mal in die etwas schwierigeren Ebenen. Also ich denke mal, das Sheol sollten wir schaffen. Wir haben Bomben mit, das heißt, wir können am Anfang diese Sprengung durchführen. Und man hat mir mal geraten, ich soll den blauen da immer zum Schluss übrig lassen. Oder einen von diesen blauen auf jeden Fall. Zack. Sehr gut. Ein blaues Herz und eine Bombe. Wow. Man muss sich jetzt echt außenrum komplett, ey.
So, zack. Nach unten. Oh Gott. Die haben, glaube ich, Homing Bombs, ne? Sag nicht, wir müssen oben lang. Ich ahne schon Schlimmes. Ich ahne Schlimmes, dass wir da oben lang müssen, ey. Oh Gott. Das geht mir hier ein bisschen zu weit nach rechts, nach links. Ich glaube, wir müssen nämlich echt da rechts lang. So, warte mal. Wir können ja mal gucken, ob hier der Secret Room ist. Da kann ja auch immer mal ein Item drin sein. Okay, da ist er nicht. Eventuell hier vielleicht. Nope. Okay. Crass. Crass Pass. Zack. So, wir werden mal gucken, ob hier noch der Secret Raum ist. Oh, ich würde echt gerne in den Bosskampfraum, ey, aber. Kannst du ja wieder vergessen, ey. Wirklich schade. Schade, Popade. So, zack. Blaues Herz, her damit. Runter geht's. Ach, warte mal. Können wir ja gar nicht vergessen. Wir haben ja hier einen Arcade-Raum. Boots. Boots, bam, Boots. So, zack. Der Matchstick brauchen wir nicht. So, wir gehen mal hier, zack. Und nochmal zack. So, nochmal ordentlich was geholt. Und jetzt können wir Richtung Bosskampfraum gehen. Den können wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Denn da kann nochmal ein schönes Item drin sein. Vielleicht Attack Speed wäre nicht schlecht. Attack Speed oder so ein Splitshot oder so was. Irgendwas Cooles. Speed, generell Move und Speed, das ist. Ist die Frage, würfel ich das jetzt um oder nicht? Hm. Oh ja, nice. Denn das könnte jetzt doch echt noch tricky werden. Da sind zwei Bosse, genau, Loki und Peep ist immer da. Wow, das hat unser Cube of Meat gut gemacht. Ah ne, Monstro. Nice. Das ist wirklich nice. Oh, was? Oh, das war ja dumm. Gut, wir haben jetzt. Nicht zu viel eingeboost. So, ein blaues Herz kriegen wir nochmal und wir holen uns natürlich jetzt noch die ganzen roten Herzen. Die waren ja hier vorne direkt. Und dann können wir mal schauen. Ich glaube, ich werde ins Sheol gehen. Das ist mir alles ein bisschen zu risky. Wir haben einen schönen Run mit Samson, da kann man eigentlich auch mal das Sheol fertig machen. Und dann mal sehen, wie es so läuft. Aber erstmal machen wir Idlifts. Ist immer ganz cool. Hier kann man natürlich das sehr gut mit der passiven, wollte ich gerade schon sagen, mit dem Zusatzeffekt durch das Stirnband arbeiten. Easy.
echt schon richtig Damage, ey. Damagerino hier. War echt cool, dass die. Boah, was? Ey, das war eine Aimbot-Fliege hier, ey. GG. Oh Gott. Die ist ja voll enraged. So, warte mal eben, bis die Sülze da auf dem Boden weg ist. So, und dann gehen wir ab ins Sheol. Das ist dann doch, denke ich mal, um einiges sicherer. Denn mit den Herzen, sind wir ehrlich, Isaac ist schon echt eine harte Nummer. Da braucht man schon echt, glaube ich, ein bisschen mehr Items. Also allein das Polyphemus reicht da, glaube ich, nicht. Um da reinzukommen. Oh Gott. What the heck, Alter? Oh Gott. Zack. So. Hey. 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 Hey, hey, hey. Der mal mit seinem Ey. Hey. So. Weiter geht's, weiter geht's. Zack, so. Ein blaues Herz sollten wir, glaube ich, noch bekommen. Gut, dass wir das jetzt direkt auch verloren haben. Na? Wirst du wohl treffen hier, du? Oh, doch kein blaues Herz. Okay. Okay, dann ab zum Boss. Ab zu Satan. Stirb doch einfach. Nicht. Stirb. Easy. Machen wir. Da hab ich's. Was? Was? Wir waren schon mit Samsung in der Kiste, in dem Sheol. Oh Gott, Derek, du bist ja voll der Bob, ey. Oh mein Gott, waren wir echt schon mit dem Knecht in der im Sheol? Oh, tatsächlich. Oh Gott, Leute, das tut mir echt leid. Ich sollte mir das echt mal aufschreiben, mit wem ich schon im Sheol war. Fuck. Das ist natürlich echt ärgerlich. Ich schreib's mir auf jeden Fall jetzt mal auf, mit wem ich denn schon überall war und dann ja, werde ich nächstes Mal ein bisschen besser vorbereitet sein, aber man muss auch dazu sagen, dass wir, glaube ich, echt die Kiste nicht geschafft hätten. Also, das, also vielleicht noch Isaac, aber blaue Baby, glaube ich, eher weniger. Und trotzdem sehr schade natürlich. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr habt mal wieder mit Satan zu Gesicht bekommen. Ist ja schon eine Weile her, wo wir den das letzte Mal gespielt haben. Oder besiegt haben. Also, schreibt wieder fleißig in die Kommentare und haut rein. Bis zum nächsten Mal.